Im heutigen Interview geht es um mich. Es ist ein Interview mit mir zu meinem Buch Endlich wieder Lust auf Sex, wie ich mit Mitte 40 mein Liebesleben neu entdeckt habe. Nach der Geburt unserer Tochter habe ich die Lust verloren, hatte keine Lust mehr, keinen Bock mehr auf Sex und habe mich auf die Reise zurück zu meiner Sexualität gemacht. Daraus ist ja auch der Blog happyvagina.de entstanden. Und in dem Buch erzähle ich sehr, sehr, sehr persönlich, was ich erlebt habe, was ich ausprobiert habe und was ich auch gelernt habe. Und interviewt werde ich von der wunderbaren Jella Krämer, ihrerseits Forscherin im sexuellen Feld, Expertin für Slow Sex, hatte früher auch ein Tantra-Massage-Institut, was für ein Wort. Und ich freue mich sehr, dass dieses Gespräch so innig, so persönlich und so intim geworden ist. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Und wenn du mehr über weibliche Sexualität erfahren möchtest, dann kannst du gerne den Kanal abonnieren. Jella hat das Buch schon lesen dürfen. Also die Nein, Fahne, nicht das hoffe gedruckte ich. Exemplar. Und Jella wird mich heute zu meinem Buch interviewen. Und ich habe ihr gerade schon gesagt, dass sie in der großen Reihe ist. Denn heute Nachmittag habe ich ein Interview mit der Welt am Sonntag zu dem Thema. Und dann am Nachmittag noch mit Grazia, aber den Auftakt, den macht Jella. Und deswegen halte ich jetzt auch schon den Mund für mich, was also ganz ungewöhnlich ist, und übergebe heute an meine Interviewerin Jella Krämer. Vielen Dank, Jella. Ja, und du wirst den Mund hoffentlich gleich wieder aufmachen. Und ich freue mich so sehr mit dir. Und dass du gerade, dass du sagst, diese Öffentlichkeit kriegst, die das Buch verdient, finde ich. Und dass wir darüber reden. Weil wir haben ja irgendwie in die andere Richtung schon geredet. Und es ist total schön, dein Buch zu lesen mit deinen Erfahrungen. Und jetzt die Chance zu haben, dich zu fragen. Und ganz viel daran hat mich so bewegt, also wo ich gemerkt, das ist ja dein persönlicher Weg und das ist ja ein Buch, was genau das Private ist politisch, das Private ist relevant und gleichzeitig, und das ist meine allererste Anerkennung, dass du dich traust. Also der größte Schritt, den ich so als Autorin bewundere an dir, so, ne, dieses du traust dich, das, was in deinem Leben so relevant war, für relevant für andere zu erklären und zu veröffentlichen. Also diese beiden Aspekte finde ich so herausstechend, weil es ist ein persönliches Buch und das ist fühlbar und das macht es so wahnsinnig interessant. Oh, vielen Dank. Jetzt geht's gleich los. Ja, und ja, ich finde, das, also das sind meine Fragen, aber dem voran möchte ich wirklich die Anerkennung stellen, so, weil ich hatte das Glück, das Buch schon zu bekommen, wie du gesagt hast, ich habe die Fahne bekommen, was ja immer auch nochmal dieses ganz Kribbelige hat, glaube ich, so, ne? Dieses, wenn es schon existiert in Buchform, wenn auch noch nicht gedruckt. Und Genau, das also für die, die nicht wissen, was eine Fahne ist, das ist quasi das Buch in PDF-Form. Und dann kann man es quasi am Computer lesen, aber es ist eben noch nicht gedruckt und zwischen zwei Buchdeckel geprintet. Und es ist ja auch wie diese Vorstufe, so, ne? Das Baby ist noch nicht geboren, aber es ist schon so weit in der Pipeline, dass man es auch nicht mehr richtig stoppen kann. Ja, Vielleicht das gibt es da stimmt. wirklich so eine. Das stimmt, ich finde die Vorstellung auch gerade schön, dass es jetzt gerade durch die Druckerei geht oder dass es gerade im LKW ist und jetzt zu den Buchgeschäften ausgefahren wird. Wow. Aber um ehrlich zu sein, so viel denke ich gar nicht drüber nach, weil das ist schon beeindruckend und auch einschüchternd für mich. Danke für diese Einladung, dich zu interviewen. Und ich habe ja auch schon genau das angedeutet. Dieses für mich ist das die große Frage, dieses, was hat dich bewegt, dich mit deiner Geschichte das alles aufzuschreiben und dich damit auch in die Öffentlichkeit zu stellen? Was war der Punkt, wo du gedacht hast, das muss ich der Welt zeigen, sagen, erzählen? Ich glaube, das war für mich, also es gab nicht den einen Punkt, aber es gab immer wieder, ich habe ja zuerst mit dem Blog Happy Vagina angefangen, wo ich ja schon relativ viel auch erzählt habe und wo ich auch immer schon mit diesem Prozess konfrontiert war, mit wie viel erzähle ich eigentlich von mir, wie persönlich darf es denn für mich sein
Und natürlich auch für meinen Mann, der hängt ja da sozusagen mit dran. Ja, der hat letztens auch nochmal zu mir gesagt, oh, jetzt weiß ganz, also, na, wenn das dann in der Welt am Sonntag steht, dann weiß die ganze Welt, was in unserem Schlafzimmer abgeht. Aber steht da halt total hinter mir. Aber ich habe vor allem gemerkt, als ich mit ganz vielen Freundinnen und Frauen, mit denen ich so ins Gespräch gekommen bin, über den Blog, weil ich eben so erzählt habe, was ich da mache, und die dann eben ganz große Ohren bekommen haben. Also von wegen, oh, ja, ich habe auch keine Lust mehr nach dem Sex oder boah, also keine Lust mehr nach der Geburt oder na, auch dieser Geburtsschock. Ja, ich hatte auch einen Kaiserschnitt, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass das jetzt für meine Schulterschmerzen verantwortlich sein könnte. Und ich immer mehr gemerkt habe, was für einen Aufklärungsbedarf es eigentlich gibt. Also sowohl, dass eine Geburt, warum auch immer, als traumatisch erlebt werden kann und dich sozusagen von deinem Unterleib abkoppeln kann. Und selbst wenn man das vielleicht realisiert hat, was mache ich dann damit? Wohin gehe ich? So, das Gängigste ist ja Gesprächstherapie, aber gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, die in Frage kommen? Und da gab es schon auch kein Wissen zu. Jetzt musste ich mir quasi auch alles selber suchen und Leute finden, die da vielleicht auch schon, ich habe ja dann einen Körpertherapeuten gefunden. Mhm. Da auch Fachleute zu finden, die erstens ein Bewusstsein haben für dieses Problem und dann vielleicht auch eine Lösung haben. Und das wurde dann quasi immer mehr, weil es ja so facettenreich ist. Und in dem Buch gibt es ja nicht eine Geschichte, die erzählt wird, sondern es gibt ja ganz, ganz viele Geschichten. Also es gibt auch die Geschichte, also es ist natürlich auch so, es ist ja vollkommen egal, was es Traumatisches ist, ne? Ob es ein Übergriff ist, ob es eine Geburt ist, ob es ein Unfall ist, ob es eine Operation ist. All das kann traumatisierend auf den Körper oder auf die Psyche wirken und sich dann dazu ausbreiten, dass du keinen Zugang mehr zu deiner Lust hast und zu deiner Sexualität hast, vielleicht auch gar nicht mehr zu deinem Körper hast. Und auch das ist so wenig bekannt. Und als ich angefangen habe, sozusagen meine Geschichte zu erzählen, habe ich quasi wie in so einem Spiegel ganz viel Widerhall bekommen von anderen Frauen. Also es war, ich würde sagen, fast die Hälfte der Frauen sind in irgendeinem Punkt von meiner Geschichte eingestiegen. Also ein traumatisches Erlebnis, das zu einem Verlust oder auch zu einer Verminderung der Sexualität geführt hat. Eine traumatische Geburt, die noch nicht besprochen wurde, wo man aber auch vielleicht noch nicht die Ahnung hat, dass das was mit dem Körper oder auch mit dem Stresslevel oder der Belastbarkeit tun könnte. Oder auch das Thema langjährige Beziehung. Ne? Eigentlich, ne? Wir können gar nicht mehr so richtig über dieses Thema miteinander reden. Wie soll ich denn sagen, was ich möchte? Oder er will so viel und ich will nicht. Das auch übrigens in beide Richtungen. Ich habe auch Freundinnen, die mehr Sex wollen als ihre Männer, ihre Partner. Und das war für mich so die eigentlich erschütternde Erkenntnis, dass ich überhaupt nicht allein bin mit den Themen, die ich so rund um die Geburt, aber auch Mitte 40 in einer langjährigen Beziehung mit meiner Sexualität erlebt habe. Und deswegen war das dann der Auslöser, den Blog zu machen und dann auch das Buch aufzuschreiben. Und ich habe ja Glück, also mein Mann steht da dahinter, der ist da sehr modern und sagt, ja, musst du machen. Mhm. Und auch meine Eltern, die eigentlich sehr konservativ sind, aber die immer ganz, also gerade mein Vater, der immer schon als ich eine Jugendliche war, ganz offen über Sex gesprochen hat und mir da immer versucht hat, ganz viele Tipps zu geben und mir da irgendwie zu helfen, also mich auch mal zu Beate Use mitgenommen hat oder der hatte immer die neue Revue abonniert wegen der Kreuzworträtsel. Also von daher war meine Aufklärung schon gar nicht die Bravo, sondern die Bravo für Erwachsene. Und meine Eltern war das überhaupt kein Thema. Ich habe das dann so erzählt, dass ich das jetzt mache. Und jetzt ist meine Mutter fürchterlich stolz und hat das Buch schon vorbestellt in Wien, im Buchladen. Und
hat schon gesagt, dass sie da ganz viele Fragen zu hat, ob ich dann Zeit habe, wenn wir wieder reisen dürfen, dass sie da ganz viel wissen möchte und dass sie jetzt schon Papa dazu befragt hat, weil sich der ja da ein bisschen besser auskennt und so, und dass er dir schon mit ein paar Begriffen weiterhelfen konnte, weil sie schon den Buchtitel, also die Rückseite, ne, wo schon so Cervix Dearmoring und so vorkam, das hatte sie schon nicht verstanden. Also ich bin gesegnet mit einem Umfeld, das da volle Unterstützung gibt. Und ich habe das auch letztens nochmal zu meinem Mann gesagt. Da ist auch so ein bisschen so eine Pflicht, weil ich kann. Weil ich es kann. Also ich kann viel über Sex reden. Ich kann sehr offen über Sex reden. Ich kann darüber schreiben. Ich habe ein Umfeld, das das akzeptiert. Also entsteht auch irgendwie daraus die Pflicht, das zu tun, damit Frauen einfach so Lichter aufgehen können. So Daniel Düsentrieb-mäßig, so, ah, den Zusammenhang habe ich ja noch gar nicht hergestellt. Oh, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen, dass das zusammenhängen könnte. Da freue ich mich sehr drauf, wenn man da so gehört wird und gesehen wird und merkt, oh, ich bin gar nicht alleine und das ist total normal. Und da gibt es ein paar Ideen, wie die das gemacht hat. Na, die gefällt mir nicht. Aber die fühlt sich irgendwie für meinen Bauch gut an. Da könnte ich mitgehen. Ja. Du hast schon unglaublich viele Punkte angesprochen. Und ich finde, das ist ja das Wunderbare, dass du all dieses, also das, was du erfahren hast, das reflektierst du so intensiv. Und auch, dass du sagst, ja, obwohl ich dieses positiv und fördernde Umfeld hatte, bin ich quasi da, du bist ja da irgendwie wie so langsam Schritt für Schritt drauf gekommen. Und das finde ich auch nochmal als Rückmeldung zu dem Buch so wunderbar, dass es viele einzelne Geschichten sind, aber auch die große Geschichte von dir. Und das macht es so nachvollziehbar, dass es eben nicht ganz verschiedene Menschen sind und so punktuell reingeleuchtet ins Leben, sondern du beschreibst ja deinen Weg. Und dass der viele Stationen hat und damit viele einzelne Geschichten, aber eben auch, wie du sagst, so exemplarisch ist. Also für Frauen in der Lebensmitte, für Frauen in langjährigen Beziehungen, für Frauen, die ein Kind bekommen haben und jetzt in der neuen Situation sich zurechtfinden, die eben mit Trauma aus ganz verschiedenen Gründen einen Weg zu gehen haben, weil es so nicht mehr gut ist. So, ne? Und das ist ja, finde ich, also das ist eine Stärke von dem Buch, so, dass es beides hat. Dass es weder eins sagt, so, das ist das Allheilmittel und damit ist es dann sehr spezifisch. Und auch, dass es einfach, du bist ja so mutig. Also das ist ja, du machst ja alles Mögliche. Und das nochmal zu wertschätzen. Klar, du hast Startbedingungen und trotzdem bin ich mir sicher, dass es Mut gebraucht hat, viele dieser Schritte zu gehen. Und vielleicht magst du dazu nochmal was sagen. Ja, gerne. Ja, das war auch so. Also was mir auch, also nur um das, bevor ich es vergesse, vorneweg zu sagen, was mir ja passiert ist im Laufe dieses Buches oder auch im Laufe dieses Prozesses, dass ich zur Feministin geworden bin. Das war ich vorher nicht. Also ich sage immer gerne, ich bin zur Feministin aus dem zweiten Bildungsweg geworden, weil je tiefer ich in dieses Thema weibliche Sexualität eingestiegen bin, eigentlich auf der Suche nach meiner eigenen, desto mehr ist mir klar geworden, was es für externe Bedingungen gibt, die das so schwer machen. Also die Schlagwörter kennen wir ja alle, Patriarchat, Kirche und so. Aber was das jetzt wirklich im Leben bedeutet, also wo man dann diese Glaswand merkt, die man einfach nie merkt, weil sie immer schon da war. Wenn man sich anfängt... Ein bisschen mehr, das finde ich. Und wenn man anfängt, sich mit seiner eigenen Sexualität zu beschäftigen, und dann merkt, dass das Haben der eigenen Lust oder das Leben der eigenen Lust mit so viel Gefahr verbunden ist. Also ne, kurzer Rock könnte schon das falsche Signal sein. Zu hohe Schuhe könnte ein falsches Signal sein. Nachts auf der Straße zu gehen, ich gucke immer, wer hinter mir läuft. Und ich gehe immer Umwege, die beleuchtet sind. Oder auch ich bin diejenige, die ein Telefon an der Hand hat. Und das ist aber normal. Das habe ich nie hinterfragt. Und erst in Auseinandersetzung mit meiner Sexualität ist mir immer mehr aufgefallen, so, das ist nicht normal, dass ich mich nachts fürchte. Und das ist auch nicht normal, dass
beschreibt er diese eine Szene, wo so ganz süße Mädchen total, ne, Sommer, Frühling, sie total aufgebrezelt am Alexanderplatz und freuen sich über ihre Röcke und boah und so. Und dann kommt so ein älterer Herr und sagt, bumsen, bumsen, ficken, yeah, ne? Und die Mädchen sind total im Freeze. Und dann bin ich total wütend dazwischen gegangen und sage, hör auf, diese Mädchen so anzumachen. Dann sagt er, ja, sieh dir an, wie sie aussehen. Und dann bin ich so wütend geworden, das hätte ich mir nie gedacht, hätte ihn angeschrien, hat gesagt, es ist nicht ihr Fehler, du hast deine Sexualität nicht im Griff. Es ist dein Job. Also ich denke immer in diesem Vergleich, niemand würde sagen, der arme Räuber, er konnte nicht anders, der hat die Juwelen im Schaufenster gesehen, der musste einbrechen. Also der böse Juwelier, dass er das ins Schaufenster gelegt hat, der hat Schuld, weil er hat den Räuber verführt. Die würde doch niemand sagen. Jeder würde sagen, Eigentum des Juweliers, Fehler des Räubers. Und genau, da hat sich der Juwelier hat alles recht, das so schön wie es geht auszustellen, damit es anziehend ist. Und genau, und da hat aber so eine Verdrehung stattgefunden. Und weil wir schon so lange das machen, ist mir das ist überhaupt nicht aufgefallen. So, erst in dieser ganzen Auseinandersetzung zu merken, nee, es ist nicht meine Schuld, wenn der arme Mann, das arme Geschlecht, die sind dem so ausgeliefert, ne? Also das Beispiel mit dem Räuber, also da zu merken, wow, da hat eine totale Verdrehung stattgefunden. Und das immer tiefer auch in diesen MeToo-Prozess, der war ja genau da, mit einzusteigen und zu merken, was ich schon Klaps auf den Po bekommen habe und ich bin nie aufgestanden, weil es war so normal, dass mein Mann irgendwann gesagt hat, du, das geht nicht, die musst du eine schmieren. So, echt? Ich habe ein Recht, mich zu wehren? Ich habe ein Recht, Nein zu sagen? Es bringt doch nichts, es gibt nur Ärger und ach, lass mal und so. Aber da auch, nee, es darf jetzt neu gelernt werden. Und da hat eine totale, und das merkt man, und das war mir wichtig, auch im Buch zu sagen, also das hängt zusammen. Also, dass wir unsere Lust auch oft nicht leben und so zeigen, wie wir sie vielleicht empfinden oder vielleicht auch gar nicht zulassen, dass wir so empfinden, hat einfach oft auch mit Schutz zu tun. Und oft auch damit zu tun, dass wir sicherer sind, wenn wir nicht die lustvollen Wesen sind. Also, auch lange Diskussionen mit Freunden, ja, Frauen haben einfach weniger Lust. Der ganze Körper der Frau ist gebaut für nichts anderes. Allein im Schoßraum gibt es so viele erogene Zonen. Eigentlich, wenn man sich das anschaut und überlegt, dann müsste sogar eine Geburt orgiastisch sein, weil es ja an allen Lustzentren, Muttermund, U-Punkt, G-Punkt, Klitoris, geht ja an allen A-Punkt, vorbei. Ja. Ne? Es müsste eigentlich anders sein. Logisch, also für mich hergeleitet. Und eigentlich müssten die Frauen die viel orgiastischeren sein, aber es ist eben gefährlich. Und das ist ein Trugschluss zu sagen, das wäre es heute nicht mehr, weil wir jetzt so moderne Kulturen sind. Es hat sich viel getan und es tut sich viel. Also wenn ich mir angucke, was ich da in den letzten 5 Jahren getan habe, ist das ein Wahnsinn. Na, ich nehme immer Pinky Gloves und sage, ey, vor 3 Jahren hätten wir das nie stoppen können. Und inzwischen gibt es so viele Femtech-Companies von Frauen geführt, die so eine starke Social-Media-Macht sind, dass sie dieses ganze Ding zum Erliegen gebracht haben. Das wäre vor 3 Jahren nicht möglich gewesen. Und ich meine, da gucke ich einfach und denke, wie geil, was wir alles gerockt haben schon. Und wenn wir in dem Tempo weitermachen, super. Aber es ist einfach jede einzelne berufen, da was zu tun und tue ich eben auch. Ich gender, weil ich da Bock drauf habe. Ich verlange nicht, dass das andere tun, aber für mich ist es wichtig, deswegen tue ich es. Und ich versuche da voranzugehen, aber auch nicht kein Männerbashing, weil das war mir eben auch wichtig in dem Buch. Mein Mann ist nicht der Buhmann. Also das ist nicht so, dass er mich, ne, zum Sex, ja, also all dem gezwungen hat, sondern das war mir total wichtig, dass der auch überfordert war und auch sein Bestes gegeben hat, immer. Und
wir da beide ganz viel gelernt haben. Ja, also ich finde, es kommt im Buch auch an keiner Stelle so rüber. Also weder das Männerbashing noch, dass dein Mann irgendwie da einen abkriegt, so nach dem Motto, er hätte ja auch mal oder ist zwar leider patriarchal aufgewachsen, aber er könnte ja trotzdem mal Blümchen, Blümchen, sondern nee, das kommt ganz viel als gemeinsamer Weg mit auch. Und das ist Teil dessen, was ich da so schön finde, dieser Hilflosigkeit. Also das, was du beschreibst, die Gesellschaft wirkt auf euch, auf alle Menschen ja so. Und ab und zu landet man dann echt in so einem, wie geht's denn eigentlich so? Ne? Und das, da mag ich einen Aspekt quasi noch ergänzen, den ich auch in dem Buch so finde, dieses, was du sagst, wir leben eingeschränkt als Frauen mit dieser mit der Drohung auch von sexueller Gewalt. Und die ist halt nicht nur im Sinne von, wir müssen sie benennen, sondern sie macht ja, also A, dieses, was du normal findest, was man einfach so, dieses, das kennst du halt als Frau, Angst zu haben, was viele Männer ja gar nicht kennen und auch nicht realisieren, dass dieser Raum nachts und auch tagsüber oder in bestimmten Outfits so dominiert ist von Angst. Und das Zweite, was es aber eben auch macht und was du so indirekt gerade angesprochen hast, es dämpft die Lust der Frau auf ihre Sexualität. Also die Neugier, das eine ist ja den Schutz, den wir brauchen und das andere ist aber die Neugier, die wir uns erst wieder erobern müssen, weil die Angst im Grunde genommen die Neugier erstickt. Und dass das so ein Schritt ist. Und das ist oft eben nichts Individuelles, sondern das ist was Gesellschaftliches. Ne? Das ist das Feld, weswegen wir eben oft lustloser sind. Wir leben ja auch in einem Umfeld, das sehr männlich geprägt ist, also leistungsorientiert. Durchsetzungsorientiert, logisch. Es war für mich auch ein Prozess festzustellen, dass ich das zwar alles gut kann und gut bedienen kann, klar, ich bin ja auch hier aufgewachsen, aber dass das in der Form nicht meinem Naturell entspricht. Also, dass ich besser bin, wenn ich mehr ruhe, besser bin, wenn ich mehr auf mein Bauchgefühl höre. Das heißt, im Endeffekt bin ich meist sogar erfolgreicher und schaffe Dinge in kürzerer Zeit, weil ich sie so mache, dass sie zu meinem Wesen passen und mir immer mehr erlaube, mich aus dem gesellschaftlichen, so macht man das, zu entfernen. Ich bin nun auch selbstständig und arbeite frei und da geht das natürlich leichter, klar, aber es ist eben auch ein Umdenken im Kopf. Also ich habe das, also eines der, was ich als eines der schwierigsten Herausforderungen empfunden habe und immer noch empfinde, ist, tagsüber so produktiv zu sein und leistungsfähig und dann abends in die Hingabe zu kommen. Also diesen Shift vom Kopf in den Körper. Und da bin ich ja, und zusätzlich noch als Mutter und als Unternehmerin bin ich ja da total gescheitert. Also, und da zu verstehen, für mich, dass es für mich so nicht geht. Ich kann nicht den ganzen Tag im Kopf sein und To-Do-Listen abarbeiten und dann am Abend einen Shift zu machen und in der Hingabe und in der Lust und im Genießen zu sein, wenn ich das den ganzen Tag unterdrücke. Und da eben auch zu schauen und immer wieder neue Wege zu finden und alte wieder aufzunehmen, selbst wenn man es jetzt während Corona und Lockdown und Homeschooling wieder aus so einem Tritt kommt, mich immer wieder daran zu erinnern, so auch tagsüber Momente der Hingabe, Momente der Lust, Momente der Ruhe, Momente der Sinnlichkeit, des Anfassens, des Genießens, des ach, also auch mal gut hinsetzen, sein lassen, damit es dann am Abend nicht so ein Sprung ist, den ich dann, wo ich dann quasi wie so ein Dressurhengst nicht mehr über den Wassergraben drüber komme, weil es zu groß und zu weit erscheint. Oder wie eine der Expertinnen im Talk gesagt hat, in der Gruppe, in der Happy V Community. Du hast es gesagt, das Wasser, wenn es schon mal warm ist oder erwärmt ist, dann ist es leichter, es zum Kochen zu bringen, als wenn es total kalt ist. Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und sich da auch zu erleben, sozusagen auch außerhalb des Bettes ein lustvolles Leben zu gestalten, das hält dann das Wasser warm und dann ist der Sprung zu kochen gar nicht mehr so groß.
Aber wir haben halt ein sehr lustfeindliches Leben, also gerade hier in Berlin, im Preußischen. Das ist nochmal, finde ich, anders, als ich komme hier aus Wien, ne? Essen, draußen sitzen, Freunde treffen. Hab ich so das Gefühl, da ist noch mehr was Südländisches, was so ein Flair, so ein Genießen, so ein, ach, das geht ums Leben. Hier geht es oft halt um Arbeit. Und dagegen anzugehen, das ist so auch so eine Aufgabe, also so wie wir uns bewusst werden, dass das Patriarchat und die Gesellschaft auf unsere Lust einwirkt, auch zu verstehen, dass das ganze Arbeitsumfeld und wie wir funktionieren sollen, als Lust dämpfend, so wie du es gesagt hast, funktioniert. Und dass man sich so Inseln über den Tag schaffen muss, die lustvoll sind. Und damit meine ich eben lebenslustvoll. Ein Blumenstrauß, an dem man riecht, ein Lieblingslied, das man hört, seinen Rock, den man anzieht und denkt, yeah, ich gehe nur den Müll runtertragen. Es ist Lockdown, aber ich habe meinen Lippenstift aufgetragen und ich fühle mich großartig und es sieht mich keiner, weil ich ja bei Zoom nur bis zum Hals existiere, aber ah, es macht mir so eine Freude und so eine Lust. Und solche Momente zu kreieren, weil das sind die Momente, die dann letztlich darauf einzahlen, dass man seinen Mann anguckt oder seine Freundin und denkt, Ich finde, dein Buch ist eine ganz wunderbare Einladung dazu, dass tatsächlich in all diesen Aspekten, die du nennst, es geht eben nicht nur um Sex, sondern es geht ums ganze Leben. Und das ist so deutlich, dass das einfach diese Aspekte alle wieder zusammenholt, an der Stelle zu wissen, ja, du willst dieses lustvolle Leben und es sind kleine Schritte und es ist machbar. Also es ist ja alles, weißt du musst es ja nicht aufhören zu arbeiten, um ein lustvolles Leben haben zu können. Oder du musst es nicht irgendwie dein Kind wegorganisieren oder dein Mann irgendwie gegen ein anderes Exemplar tauschen. Und das ist doch genau dieses, du hast in dem bestehenden System deine Wege gefunden und deine Ja, Aspekte das ist schön, dass du so das sagst. pünktchenweise gesetzt und das möglich gemacht. Und Ja. das ist auch was finde ich sehr, sehr hoffnungsvoll ist, was in diesem Buch so. Also eben der Weg, den du gehst und wo du auch sagst, es ist definitiv ein Weg. Es war nicht das eine Wochenende, wo du zum richtigen Seminar oder zur richtigen Heilerin gegangen bist und alles war gut, sondern es gab die Heilerin und es gab das Wochenende und es gab das Buch und es gab den Therapeuten und es gab die Gespräche so, und dein Blog, ganz wunderbar, was man ja auch weiter noch lesen kann. So. Und daraus ist dieser Weg Ja. entstanden, der ja auch nicht, jetzt bin ich da und jetzt ist alles gut. Genau das, wie du Nee, schreibst, sondern wir eben. leben weiter in dieser Welt. Wir leben weiter in dieser Welt und das ist, was mir auch klar geworden ist, schön, dass du das so zusammenfasst. Was mir auch dann, als ich das Buch geschrieben habe, klar geworden ist, da muss einfach auch ein großes Kapitel rein, nochmal zum Thema Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung, Selbstliebe, weil das ist so ein wichtiger Schlüssel. Also es ist nicht so, dass du, also ich war ja beim Tantra De-Armoring, ich war bei der Tantra-Massage, ich war auf Kuschelpartys, ne? Ich habe mir alles angeguckt, worauf ich Lust hatte. Und was, ich war mit meinem Mann im Swingerclub. Also, ne, wir haben vieles ausprobiert, aber letztlich, wie du es gesagt hast, es ist nicht der eine Kurs und es ist nicht das eine Seminar. Also man macht nicht Tantra und dann ist es, man lernt nicht Tantra und dann ist es gut, sondern du lernst unheimlich viel über dich selber. Und dann gehst du auf diese Reise und fängst an, Grenzen zu setzen, Dinge auszuladen, die dir nicht gut tun, Dinge einzuladen, die dir gut tun. Zu fühlen, passt das, es vielleicht nochmal zu modifizieren und auszutauschen. Und das war einfach auch ein Weg. Also dieses, wie rede ich mit meinem Mann? Wie sage ich ihm? Wir haben eine komplett neue Streitkultur entwickelt. Wir haben uns mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, damit wir dieses schwierige Thema Sexualität zwischen uns endlich kommunizieren können, ohne uns anzuschreien. Und ohne, dass alte Wunden aufgerissen werden durch meine Ablehnung nach der Geburt. Und das hat ja auch was bei ihm ausgelöst oder mein Gefühl von, ich werde hier nicht, meine Bedürfnisse werden hier nicht wahrgenommen. Da sind natürlich Wunden entstanden und wir haben es nicht geschafft, über die zu reden, bis wir angefangen haben, an unserer Kommunikationskultur zu arbeiten. Und
Das hat natürlich, ne? Ich erinnere mich an den Moment, als wir uns anschrien und sagten, das ist aber jetzt überhaupt nicht gewaltfrei, ich weiß. Und es hat auch wieder ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr gedauert, bis wir so, okay, ich kriege das hin, ich kann das ausatmen. So. Und das haben wir jetzt auch etabliert. Wenn wir merken, da ist irgendwie ein Thema zwischen uns im Raum, dann machen wir Zwiegespräche, dann verabreden wir uns am Abend, dann schaffen wir sozusagen so möglichst emotionsfreie Räume, um darüber reden zu können, damit das aus dem Raum ist, der rosa Elefant. Es war natürlich auch ein Prozess, auch meiner Tochter gegenüber, auch da Grenzen zu setzen und zu sagen, Mama ist müde, die bleibt jetzt auf dem Sofa liegen, die hat auch ein Recht dazu, nicht dauernd verfügbar zu sein. Oder nee, ich mag nicht Puppen spielen und nee, ich mag auch nicht auf dem Spielplatz sitzen. Es gibt für mich nichts Lähmenderes, als auf dem Spielplatz zu sitzen. Wir können gerne was anderes machen, aber das und sich da auch nochmal dieses Bild der Mutter zu hinterfragen. Also da gibt es ja so krasse, feste Normen, was eine gute Mutter ist und auch in mir drinnen und mir da auch immer mehr zu erlauben. Bin ich das? Will ich das? Also mir auch selbst diesen schweren Satz zu sagen, ich bin nicht die Kleinkindmutter. Es macht mich echt nicht happy, den ganzen Tag hinter dem Kind herzulaufen. Also wenn ich das schon ausspreche, dann merke ich schon schlechtes Gewissen. So zu wissen, aber trotzdem, ich bin eine tolle Mutter. Ich mache ganz andere Dinge mit meiner Tochter. Also ne, meine Tochter weiß zum Beispiel, was das ist. Ne? Mhm. Also ich trug diese Kette und sie sagte, Mama, das ist eine Mumu. Ja, nee, so bringst du mich nicht zur Schule. Doch, genau. Ich habe mich mein Leben lang gegen meine Eltern gekämpft, um mir jetzt von meiner Tochter sagen zu lassen, so gehst du nicht an mir, nicht aus dem Haus. Mhm. Und dann habe ich es meinen Freunden erzählt und die sagten, deine Tochter weiß, wie eine Mumu aussieht? Wow. Und dann dachte ich, ja, auch cool. So, doch auch schon mal was. Ja. Und nochmal, ich würde das Ganze an der Stelle zusammenfassen, dass wir so quasi im Rahmen dieser Happy Wee Talks sind, einfach auch nochmal zu wertschätzen. Du beschreibst ja diesen Weg und du stellst diese Erfahrungen und die Werkzeuge auch alle kurz vor in dem Buch. Das ist ja eine ungeheure Schatzkiste, die du damit quasi in dieses Buch legst, zu sagen, ja, und deswegen finde ich das gut. Und das war irgendwie das, wie ich es kapiert habe. Und jeder, der möchte, kann das ja irgendwie dann noch jahrelang studieren. Aber es gibt für mich jedenfalls immer wieder erkennbar dieses, ah ja, so geht's irgendwie so. Ne? Dieser neugierig machende Aspekt oder auch manchmal schon der, wo die Essenz enthalten ist. Und dann, wo ich als Leserin oder eben auch als Leser gucken kann, ah ja, da will ich weitergehen. Oder das ist vielleicht was auch in meiner Situation total stimmig ist. Oder jetzt nicht, aber später könnte es eine Option sein. Oder für mein Gegenüber, mein Partner, meine Partnerin, könnte das doch was sein. Und ja, das war mir so wichtig. Also es waren mir zwei Dinge wichtig. Also ich erzähle nur von mir. Mhm. Nur von mir. Ich belehre nicht. Ich sage dir nicht, das ist dein Weg, so geht's und dann wirst du tollen Sex haben. Ich erzähle dir meinen Weg und was für mich funktioniert hat und ich will mich nicht über den anderen drüber stülpen. Wer bin ich, der Leserin oder dem Leser zu sagen, so musst du das machen. Ich gehe davon aus, dass die Leserin ein gutes Gefühl hat für sich selbst und spürt, ah, damit gehe ich in Resonanz. Das macht was mit mir. Na, es ist nicht jeder muss zur Tantra-Massage oder nicht jeder muss zum Cervix Dearmoring und nicht jeder ist happy im Swingerclub. Ne? Aber wenn es dann Zukin gibt, zu wissen, das gibt es, das könnte ich machen. Ich meine, ich hatte ein halbes Jahr lang mich davor gedrückt, zum Cervix Dearmoring zu geben. Mein Mann hatte mir einen Gutschein geschenkt, so geht das Buch ja los. Ich habe ewig gebraucht, um über diese Hürde drüber zu kommen und es zu machen. Und das war ja dann das Aha-Erlebnis und der Anfang dieser ganzen großartigen Reise, die ja auch gar nicht aufhört. Aber das war mir wichtig, ich bevormunde nicht. Und das Zweite, was mir wichtig war, für mich ist ja ich bin durch diese Tür bei der Tantra-Massage und dann ist ein riesiges Universum aufgegangen. Also es gibt so viel altes Wissen, was Frauen und Frauenkörper und Frauenlust und Weiblichkeit und Sexualität angeht. Es gibt
so viel Nischenwissen, das habe ich dann versucht, mit dem Blog immer mehr in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Also das versuche ich ja auch in der Happy Frau Community mit den Interviews, die wir machen. Mhm. Und deswegen habe ich ganz viel von dem, was ich gefunden habe, da reingeschrieben. So, das ist auch wie so ein, da sind ganz viele Türen, durch die man noch durchgehen kann. Ich habe mir auch erlaubt, hinten am Ende des Buches sind seitenlang Blogs, die spannend sind, Buchempfehlungen, Podcast-Empfehlungen, Sexological Bodyworker, Tantra-Masseurinnen, alle, die mir begegnet sind, die ich gut finde auf der Reise, die habe ich da nochmal aufgelistet. Das kann man durchgehen und dann kann man sozusagen weitergehen. Also es ist nicht mein Bestreben, dass man nur mein Buch gelesen hat und dass man nur auf meiner Webseite bleibt und nur in meiner Community bleibt, sondern es gibt ganz, ganz viele tolle Communities da draußen. Es gibt so viel tolles Wissen und so ist das auch hinten zu verstehen wie so eine kleine Bibliothek. Und dann kann man einfach, wenn einem was anspricht, weitergehen. Ja, du sprichst auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt an von, es gibt eine Community, eine, die du gegründet hast. Und auch einfach nochmal zu sagen, es ist so wichtig, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen und sprechen. Also das Unterstützen heißt halt nicht immer unbedingt die Tantra-Massage selbst zu geben, sondern von der Tantra-Massage, die ich bekommen habe, zu erzählen. Dass eine Freundin mich fühlen kann und fühlen kann, ah, wenn das so und so ist und ich das vorher vielleicht noch gar nicht kannte, dann habe ich einen Hinweis, so, ne? Wie dein Buch ist, ist aber auch so die Freundin, die halt erzählt über, ich habe keine Lust oder ich habe das und das erlebt oder ich habe irgendwie was gemacht, was vielleicht jetzt erstmal ein bisschen außerhalb ist, so wie zum Beispiel in den Swingerclub zu gehen, aber das auch mal zu sagen, dass das nicht immer nur irgendwie die komischen Leute sind, die sich was trauen, sondern so kundzutun, hey, das habe ich gemacht und es macht mir Spaß. Oder es macht damit auch nicht Spaß. Das in die, ich fand Swingerclub tot langweilig. Das, ja. Also hat mit meiner Lust, also da ist. Ja, ich wollte die Tür aufmachen in so in jede Richtung. Weißt du, wir müssen nicht nur immer über Trauma, über Schmerzen, über das irgendwie, wo wir es gerade wieder eingefangen haben, so ne, reden, sondern auch das über dieses, wo wir mal völlig über die Stränge geschlagen sind und was gemacht haben, was quasi wie so ein Extra nur für unsere Lust war, wie du das gesagt hast, auch so ein Tantra-Massage, dass du dir das gegönnt hast, so, ne? Das halt kein, also die zweite, die erste quasi, wo du so reingelockt wurdest durch diesen Gutschein und die zweite, wo du gesagt hast, ja, das war so schön, so irgendwie, ich kann mir ja auch nochmal so was Schönes gönnen und das auch zu kommunizieren. Ich gönne mir das auch weiterhin, also so, es ist ja eine teure Angelegenheit, aber einmal im Jahr leiste ich mir auch so eine, ich weiß, wir machen so viel für unsere Schultern, die verspannt sind, aber uns ist auch oft auch überhaupt nicht bewusst, wie verspannt unser Becken ist und wie verspannt unser Unterleib ist und dass all diese Emotionen und all dieses Zusammenhalten und all dieses Funktionieren und all diese Frauenarztbesuche, was das für eine Anspannung und Kontraktion in unserem Beckenboden und in unserer Gebärmutter machen kann. Und dass das durchaus Sinn machen kann für die Heilung, aber vielleicht auch für die Lust, dahin zu gehen und sich das zu gönnen, zu genießen, aus diesen verschiedenen Aspekten heraus. Also aus Überbegriff Self-Care, Self-Love. Hier, make vagina great again. Aber wir sind uns halt oft eben nicht bewusst, dass es nicht great ist, nicht great sein darf, verspannt ist, wehtut und ein Lusttempel eigentlich ist und zu unfassbaren Orgasmen fähig ist. Was aber auch Gründe gibt, warum wir diesen Weg, viele von uns diesen Weg eben nicht eingeschlagen haben. Dass man das aber, wenn man möchte, nachholen kann. Und da ist sozusagen mein Buch ein bisschen eine Roadmap für. Ja. Ja, und auch, dass du es jederzeit nachholen kannst. Also, weißt du, wenn du es mit 20 verpasst hast, mit 30 verpasst hast, mit 40, kannst du genauso gut anfangen, kannst du auch mit 50, mit 60 anfangen. So, ne?
das auch zu wissen, sondern dass es nicht das richtige Alter gibt, so weil Frauen ja oft so, wenn sie jung sind, als sexier gelten. Und meine Erfahrung in der Arbeit ist ja eher irgendwie, dass sie eine ganze Weile brauchen und oft mit 40 oder mit 50 erst aufblühen. Das ist auch meine, also in meinem Freundinnenkreis ist das genau in den 40ern passiert. Also so eine Art sexuelles Erwachen. Ich will nochmal in den Swingerclub. Ich will nochmal beobachtet werden beim Sex. Ich möchte nochmal einen anderen Liebhaber haben. Ich will nochmal diese oder jene Fantasie ausprobieren. Ich will nochmal mit einer Frau schlafen. Als ich dann anfing, über mein sexuelles Erwachen oder zu reden, fingen auch alle anderen an, darüber zu reden. Und da ging so richtig ein Ruck durch meine Freundinnen. Deswegen, ich würde dir da sehr zustimmen, dass das auch nochmal mit 40, 50 ein neuer Mut oder der Wechsel in raus aus den fruchtbaren Jahren rein in die wilden Jahre, mit den Wechseljahren da vielleicht da nochmal was gepusht wird. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, wann, wenn nicht jetzt. Also viele Frauen sagen so dieses, ich habe mich lange genug um Konventionen und um richtig und gut sein gekümmert, so, ne? Und wann bin ich denn dran? Und dann aber nochmal klarer wird so, naja, kann schon passieren, dass irgendwer das nicht gut findet. Und, aber es gibt halt viel zu gewinnen, so, ne? Was ja, auch so deutlich wird in der Art, wie du drüber schreibst. So, ne? Dass sich und auch zu sehen, Türen dass, öffnen. Und auch das zu sehen, dass das auch physisch ist. Das Östrogen lässt nach und das Östrogen ist das Care-Hormon und die meisten Scheidungen gehen von Frauen aus, die in den Wechseljahren sind. Mhm. Weil körperlich gesehen das Östrogen nachlässt und Frauen sich einfach nicht mehr so kümmern wollen wie davor und sich jetzt an erste Stelle stellen. Das fand ich auch ganz interessant. Da habe ich ein Buch gelesen. Also womit man sich dann zu beschäftigen eben anfängt. So ein Buch über, wie das Gehirn und die Hormone, die Weiblichkeit. Und da stand das dann drinnen. Oh, okay, ja. Kann ich fühlen, dass ich einfach nicht mehr so umhuschernd und umsorgend sein möchte, wie ich das noch vor, jetzt bin ich 47, wie ich das noch vor 7, 8 Jahren sein wollte. Auch wieder so eine schöne gesellschaftliche Geschichte, dass Frauen dann gerne mal als zickig beschrieben werden. Oder weil sie diese Fürsorgeaufgaben nicht mehr so übernehmen, wie es denn bequem ist für viele. Und dass Selbstliebe dann als Sickigkeit von außen reflektiert wird, weil eine gewisse so Anpassung oder die Lust, irgendwie das Wohl anderer vor das eigene Wohl zu stellen, wegfällt. Und wenn man das eben weiß und das ist eben das, was mir passiert ist, Wissen ist Macht. Also auch Wissen über den eigenen Körper. Und das, ich hatte mir so eine Hormon-App runtergeladen und dann habe ich einfach mal verfolgt, wie es mir psychisch geht und festgestellt, das hat total mit den Hormonen zu tun. Ich bin gar nicht ich. Ich bin total hormongesteuert über, ne, den gesamten Zyklus hinweg. Es geht mir gut, es geht mir schlecht. Es war alles. Ich konnte es in der App lesen, das schreibe ich auch im Buch darüber, zu merken, dass ich nicht eine bin, sondern viele bin, je nachdem, wo gerade welches Hormon gerade den Lead hat oder gerade abstürzt und ich wie ein Zombie nur noch am Küchentisch sitze. Oder auch das eben zu merken, dass in den Wechseljahren das Östrogen nachlässt und dass damit dieses Umhuschern auch weniger wird. Und das macht es ja, es nimmt es so raus aus diesem: Ich bin schuld, ich muss funktionieren, ich muss immer gleich sein, ich bin egoistisch. Nee, da passiert ein körperlicher Prozess und das hat eine Außenwirkung. That's it. Und das macht dann auch so, es nimmt dieses, oh, na, so habe ich zu sein, nimmt das runter und dann kommt diese Erkenntnis, ich kann so gar nicht sein. Also rein durch den Prozesse, die in meinem Körper abgehen, kann ich gar nicht jeden Tag die gleiche sein. Es ist nicht Es ist nicht möglich. Also manche haben das stärker, manche haben es super stark, manche haben es wahrscheinlich nicht. Aber die meisten, mit denen ich spreche, haben auch dieses Licht im Gesicht von wegen, ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wie heißt die Hormon-App nochmal, die du runtergeladen hast? Ja, das gucke ich mir nochmal an. Und dann, ein paar Tage später, ein paar Wochen später, der Anruf sagt, guck mal, immer an dem Tag geht es mir schlecht. Ist das nicht krass?
Jetzt weiß ich warum. Dann kann ich doch meine ganzen Monate so planen, dass ich an dem Tag nichts Wichtiges zu tun habe. Vielleicht sogar zu Hause bleiben kann. Und dann ist doch alles schon so viel besser, weil wir wissen, wie wir funktionieren. Und Wissen ist Macht, quasi eine Bedienungsanleitung für uns selber bekommen, die die Wissenschaft, die Medizin, die Gesellschaft einfach vergessen hat, uns zu geben, weil wir ja eigentlich wie Männer nur mit Brüsten sind, was einfach nicht stimmt. Ja. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, was du sagst, Wissen ist Macht. Und das Wissen kommt nicht von alleine, sondern wenn du darauf zugehst. Also dieses, dass die Aktivität braucht und dass sich das Zusammensuchen und es ist da, es ist auch zugänglich und du musst das ja nicht erst Medizinerin werden, bevor du über Hormone irgendwie so viel lernen konntest, dass es dir wirklich was genützt hat. Und es braucht gleichzeitig doch diese Aktivität und nicht dieses, naja, so wie es ist, ist es halt so, ne? Sondern diesen Schritt, dass du so, was geht denn da noch so? Was habe ich noch irgendwie an Möglichkeiten und wo kann ich noch mal einen Schritt drauf zugehen und was kann ich mir erobern, was kann ich noch drehen und was kann ich noch an Veränderungen, die erstmal vielleicht ein kleiner Schritt sind, aber wenn ich sie mache, große Auswirkungen haben auf mein Leben. Ja, total. Also deswegen mache ich ja happyvagina.de, deswegen mache ich die Happy V Community, wo ich Interviews mit Expertinnen mache aus ganz unterschiedlichen Bereichen, zu ganz unterschiedlichen Themen, wo nur Frauen zugelassen sind und ich wie ein Adler darüber wache, dass wir wertschätzend und liebevoll miteinander umgehen, so dass wir uns da alle rein entspannen können und Fragen stellen können und uns Wissen aneignen können, wo wir eigentlich noch gar nicht wissen, nach was wir suchen sollen überhaupt. Es gibt nur so einen Mangel, aber dadurch, dass wir gar nicht wissen, welche Fragen wir stellen sollen, kriegen wir auch gar keine Antworten. Und das ist es eben, loszugehen und neugierig zu sein und Sachen zu lesen und Fragen zu stellen und immer wieder reinzufühlen, passt das für mich? Wie gesagt, ich fand Swinger Club todlangweilig. Deswegen erlaube ich mir auch nicht, im Buch zu sagen, das ist der einzig wahre, richtige Weg, sondern es geht eher mehr darum, zu sagen, fühl mal, was für dich passt und lerne langsam dir zu vertrauen, dass dein Gefühl richtig ist. Und wenn je mehr dieses Vertrauen wächst, desto mehr wirst du dann auch anfangen, Dinge zu verändern in deinem Leben, nicht nur in deinem Sexleben, auch in deinem Leben, weil du spürst, das tut mir gut und das brauche ich, auch wenn es nicht normal ist oder nicht erlaubt ist oder so. Oder das tut mir gut, das nicht zu tun, obwohl es gewünscht ist und obwohl es ein großes Begehren ist von jemandem. Aber da immer mehr sich selbst zu vertrauen. Und in dem Moment, wo dieses Vertrauen wächst, fängst du an, dein ganzes Leben nach und nach umzubauen. Und klar, ich verliere die Lust auch. Also jetzt hier Ende Lockdown. Ne? Was soll ich sagen? Und aber ich weiß dann eben, gut, sobald wieder Energie da ist, sobald die Sonne scheint, sobald hier so eine neue Normalität einkehrt, dann kann ich wieder zurückgehen zu unseren Routinen, die Dinge, die sich gut für uns angefühlt haben, die uns geholfen haben, dann nehme ich das einfach wieder auf. Letztlich ist es auch nur wie Sport. Ne? Man fällt aus der Routine raus, aber man weiß ja, wie gut es sich angefühlt hat, dass es gut war. Und sobald die Umstände es zulassen, fängt man halt wieder an. Und dann weiß man einfach, hat man Muskelkater und es tut weh und man muss sich überwinden. Und dann irgendwann macht es wieder so einen Spaß, dass man davon nicht genug kriegen kann. Und darum geht es letztlich, also einen Sex zu entwickeln, von dem man nicht genug kriegen kann, sodass man sich gar nicht dazu überwinden muss. Und dazu gehört eben auch ein Leben, sich rundherum zu bauen, auf das man Lust hat. Das finde ich ein ganz schönes Schlusswort und trotzdem mag ich dich nochmal fragen, ob es was gibt, was du noch den Zuschauerinnen sagen willst, die jetzt bei Happy Vagina gucken und Happy V in der Community. Da kommt nur ein Satz und der lautet, sei das Vorbild, das du dir selber wünschst. Mhm. Also tu das und erlaub dir das, was du an anderen bewunderst. Im Kleinen, im Winzigen, dass du vielleicht
die Binde trägst stolz, wenn du zur Toilette gehst. Vielleicht ist das aber auch nicht dein Ding. Vielleicht ist es was anderes. Ne? Aber fang an, das umzusetzen. Und wenn es nur eine Sache ist und etwas Kleines ist, oder vielleicht ist es auch etwas Großes, also fang einfach an, so das umzusetzen, was du toll findest bei anderen. Und dann werden wir alle Frauen langsam Vorbilder für andere Frauen. Und dann setzen wir in dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit weiter um, was gerade möglich ist und was sein darf.